Hallo und herzlich willkommen zu Retro Ausgepackt. Hallöchen! So, heute haben wir ein bisschen, es ist schwer zu kategorisieren, es ist so allerlei coole Sachen. Warte mal, ist es schwer und zu kategorisieren oder ist es schwer zu kategorisieren? Es ist schwer zu kategorisieren. Aber es sind leichte Päckchen oder es sind schwere? Ja, es sind schon schwere Sachen. Also es sind nur drei. Schwere. Es sind schwer zu kategorisieren. Drei Päckchen sind es. Das eine ist leichter, die anderen werden schwerer. Wir fangen einfach direkt an. Und zwar fangen wir an mit einem quadratischen Brett. Päckchen. Mit einem Brett. Ich sehe genau, mit einem Schneidebrettchen. Das ist das so. Sieht man auf, nimm doch mal das Messer und schneid mal einfach quer rüber. Nee, das mache ich nicht. Es kommt aus Österreich. Darf ich, manchmal gibt es auch zu Weihnachten, kannst du so ein bisschen raten, was drin sein könnte. Ja. Darf ich raten, es ist ein Datenträger, der rund ist und größer. Nein. Ist es nicht, weil es sieht aus, entweder mit Laserdisc oder Schallplatte. Nee. Es ist, also von der Größe, oder? Von der Größe so? Ja. Nein, ist es nicht. Okay. Sammlerschachtel. So sieht es ein bisschen aus dann. Es muss ja dann eine Sammlerschachtel. In der Größe. Auch nicht? Auch nicht. Weil das Format ist. Aber Schachtel ist schon richtig. Ja, es ist ein ungewöhnliches Format. Das, so viel kann man sagen. Und es kommt aus Wasser, Südbayern, hast du gesagt. Norditalien. Was war? Österreich. Ach so, ja. Warte mal, wie war das? Westungarn, was? Ich glaube. Dings sagt gleich wieder. Ja, Volvo Tom sagt, hallo, schönen Abend aus Tirol. So, das war die Unverpackung. Dann haben wir die nächste Schicht Verpackung. Ah, herrlich. Ich finde euch cool, darf ich das sagen? Ich finde euch cool. Warten, wenn wir keine Scherze machen können. Ja. Du willst nicht sagen, dass das Messer irgendwas drinstecken lassen. Was? Nein. Es jetzt ist auf jeden Fall ausgezeichnet verpackt. Ich finde ja die Verpackung in diesem Schwarz, das ist ganz stylisch. Ich darf nicht so genau hingucken, sonst zeigt das aus Versehen und dann sehe ich es wieder und dann ist hier Drama. Jetzt ruft er an dem Ding da rum, das macht er mehr als hier. So, wir nähern uns. Du kannst schon mal raten, für welches System es ist, der Datenträger. Ich war ja schon bei Laserdisplay, aber du weißt, also CD32 ist auf jeden Fall zu groß. Ja. Es hat immer noch ein Format wie eine Schallplatte, es tut mir halt leid. Ja, es gab ja so einige Spiele die das so gemacht haben. Ja. Schallplattencovergröße quasi. Aber mir fallen gerade keine ein, also insofern stehe ich voll auf den Schlauch. Ich behaupte aber, dass das später kam, dann sage ich mal für einen Amiga. Nee, du kennst es auf gar keinen Fall. Aber du kennst den Nachfolger. Hahaha. So, und zwar ist es Mythos 1. Du hast vollkommen schon recht. Du kennst es. Ich glaube, ich muss noch. Kann ich noch ein bisschen rauszoomen? Nein. So, Mythos 1. Areola Soft. Ist so Schallplattencover-mäßig. War doch die Kassettenhersteller damals. Die haben auch Schallplatten und sowas gemacht. Deswegen ist es vielleicht Plattencover. Hm? Es ist von Axis Computerkunst. Da hatte ich mir mit Jan schon mal Schloss Schreckenstein angeschaut. Und wie Schloss Schreckenstein ist es ein Spiel für den Atari. Genau, Lord Magnus sagt, Electronic Arts hat früher auch gerne mal LP-Cover als Boxen gemacht oder so ähnlich. Aber das ist wirklich LP-Größe hier. Ja, Areola ist echt überlegt die ganze Zeit. Das waren doch die Kassetten. Das war doch so Benjamin Blümchen und Zeug. Nee, das oder? War. Aber das war doch Areola, oder nicht? Nee, also Areola hat Musik gemacht. Nur Musik? Also, vielleicht gab es auch Hörspiele von Weiß denen. Ich, aber ich denke gerade, ich höre gerade rum. Weil wir hatten ja nichts. Ich habe mir keine Musikkassetten kaufen können. Teldec war Benjamin Blümchen sowas. Heute Kittings. Ja. Also, es ist Mythos 1 von Carsten Köper. Aus den Tiefen des Meeres taucht die Insel des Bösen und Grauen senkt sich über Vandor, den lieblichen Planeten. Berühmt für seine Weine, seine Feste. Die Sonne verlor ihr Licht an das Böse, das nun Vandor regiert. Verlassen sind Dörfer und Städte, gefährlich die einst lockenden Wälder. Unfruchtbar die Täler, abweisend die Gebirge, an deren Hängen einst Wein gedieh. Wenn die Nacht den Planeten Vandor in Schwärze taucht, findet man sich in der Trutzburg zusammen und lauscht den Geschichten um den einen, der Vandor wieder freimachen wird. So verkündet Chandra, der Zauberer.
Aber wer wagt es, gegen die Mächte der Finsternis anzutreten? Wer ist stark genug, klug und so weise, dass er die wenigen Spuren zu deuten vermag? Wer erkühnt sich, in die Eishöhlen von Modra einzudringen, den König zu finden, der aus Gram das Land Crucia verließ und den Schlüssel besitzt, der alles ändern könnte? Chandra, der Zauberer, hat all dies geahnt. Keiner hörte auf ihn. Doch Chandra ist auch der Einzige, der noch an Rettung glaubt. Dem Tüchtigen, dem Ersehnten einen, winken keine Schätze, kein anderer Lohn, als Vandor die Freiheit wiederzubringen und zu wissen, das Böse ist besiegbar. Bist du, Freund, stark genug, dann stelle dich dem Mythos. Genau, für Atari 800, also ab 48K. Mhm. Und vor allem heißt es Mythos 1. Es ist Mythos 1, genau. Als wäre eine Trilogie oder so irgendwie geplant. Und da ist der Carsten, war noch sehr jung damals. Mhm. Schauen mal hier, kommen wir doch irgendwo auch. Und es ist vom Genre so RPG. Es ist ein Rollenspiel. Es ist ein klassisches Rollenspiel. Aber mit Grafik oder ein ganz klassisches Text-Adventure, also Text-Rollenspiel? Es ist ein Rollenspiel mit überschaubarer Grafik, sagen wir, so mit hauptsächlich von Vogelperspektive, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber mit hier gerade halt irgendwie gar keinen Screenshot. So, die Diskette. Mach's jetzt nicht kaputt. Ah, da. Das ist gleichzeitig die Diskettenhülle. Okay. Ja. Aber die Mythos Diskette 1. ist 1A ein Schuss. Ja. War das ein Neukauf? Nee, ja, aber guck die mal an. Das Cover hat hier natürlich die Dotzecken, okay, das passiert halt, aber die Diskette ist 1A und es riecht auch nicht muffig und nix. Ja. In Mythos wirst du einen bestimmten Charakter und Typ darstellen. Hm? 60 Punkte werden dir gegeben, die du auf Stärke, Schnelligkeit, Weisheit und Intelligenz verteilen kannst. Mhm. Weiter kannst du dir einen Charakter und Typ auswählen, für den es Bonuspunkte gibt. Krieger, Dieb, Magier, Mönch, Typ, Mensch, Elf, Zwerg, Hobbit. Und hier sind die verschiedenen Kommandos. Mhm. Natur im Gebrauch nehmen, in der Burg. Ich muss mal da so ein bisschen ich mich hinsetzen. In den Eishöhlen von Modra. Ihr seht einfach nichts. Ich kann mich, egal wie ich mich drehe, es wird nichts. Ich kann es auch einfach ein bisschen in die Richtung. Genau. Also es ist. Von wann ist es denn so grob? Es ist von 1985, wenn ich das richtig gesehen habe. 1985. Mhm. Es ist ein bisschen sperrig und es heißt grafisch nicht so aufregend, aber es hat halt schon ein gut funktionierendes Rollenspielsystem im Hintergrund. Mythos hier, Nighthawk schreibt, Mythos 1 ist ein Rollenspiel im Stil von Ultima. Mhm. Im Gegensatz zu Ultima wird bei den Kämpfen nicht auf einen separaten Kampfbildschirm umgeschaltet. Auch gibt es keine Bewegung während des Kampfes. Man wählt nur zwischen Angreifen oder Zaubern. Mhm. Ja, also damit ging es los. Und der Carsten hat nicht nur das Spiel geschrieben, sondern hat gesagt, okay, das alles per Hand zu programmieren, so ein ganzes Spiel, ist ja irgendwie doof. Okay. Wir bauen eine Engine und einen Level-Editor, mit dem man dann daraus dieses Spiel und dann auch weitere Spiele draus machen kann, zum Beispiel Mythos 2. Mythos 2 ist aber nie erschienen, ist nicht fertig geworden. Ja. Und der Carsten hat sich einer bekannten Firma, die dann auch auf dem Amiga unterwegs war, angeschlossen, nämlich Talion. Amberstar? Ja, mit Amberstar ist der Nachfolger von Mythos 1. Ah denn ja, jetzt bin ich wach. Denn Amberstar ist mit diesem Editor geschrieben. Also da hat er geübt und bei Amberstar hat er es dann... Also die haben... Nee, also er hat dann für Amberstar nur diesen Editor weiterentwickelt, mit mehr Möglichkeiten. Mhm. Und die grafische Darstellung ist quasi ist halt ein separates Programm, was diese Dateien nimmt und darstellt. Und das haben dann eben andere Entwickler gemacht. Und jetzt wurde diese Editoren, die er hier für Mythos 1 geschrieben hat, wurden auch für Ember Moon dann noch verwendet. Cool. Nur dass sie da halt immer noch weiterentwickelt haben mit 3D und so weiter. Also ist immer grafische Weiterentwicklung. Zugrunde liegend immer diese Editoren, die der Carsten Köper für Mythos 1 ursprünglich geschrieben hat. Sau cool. Ja. Okay, ja, dann ja. Mhm. Und deswegen, Bogomil wollte gerade sagen, dass mit dem Editor habe ich doch just im Podcast von Stay Forever gehört. Ja, was glaubt ihr, warum ich mir Mythos 1 gekauft habe? Weil ich den Podcast von Stay Forever gehört habe, wo der Carsten da ausführlich darüber erzählt hat. Ah ja. Ja, und da habe ich gesagt, dann, das muss man sich ja mal angucken. Mhm. Also weil Dragonflight ist zwar ja auch so ein Rollenspiel, was auch
bei Talion erschienen ist. Ja. Ist aber von einem anderen Team gemacht, mit einer anderen Engine. Okay. Ja. Wenn du das heute vorstellst, was ein anderes Team macht, ist einfach eine andere Engine. Weißt du, jede Firma haben beide nicht unter Talion dieses Spiel angefangen. Ja, ja, ach so, und dann sondern die einen haben Emberstar gemacht und die anderen haben Dragonflight gemacht. Emberstar basierend auf dem und dann sind die, glaube ich, dann erst beide zu Talion gekommen. Ah. Richtig, so richtig. Also hört euch den Ember Moon Podcast von Stay Forever an. Mhm. Da gibt es sehr ausführliche Infos. Genau, Talion sagte, dachte immer, Emberstar wäre der geistige Nachfolger auf dem Dragonflight. Und hatte ich auch gedacht, aber ich musste mich belehren lassen von den Talion-Menschen, die da im Interview waren. Nee, das war so nicht. Wurde parallel entwickelt und also die haben wahrscheinlich schon irgendwie dann miteinander geredet. Die haben sich in der Kaffeeküche getroffen und gesagt, wie machst du für Lösungen, was mache ich für Lösungen? Und dann habe ich mal, also wäre ja auch doof, wenn du es nicht machst. Genau. Also, da bin ich sehr froh, dass ich das so bekommen habe. Aber es ist wirklich einfach es ist ein Schallplattencover. Ja. Ja. Du bist echt ein Fiesling, wo ich vorhin gesagt habe, Schallplatte hättest du ja auch, nee, sagen können. Ja, das ist halt nein. Nein, es ist keine Schallplatte. Nein. So, dann tun wir das mal auf Seite. Und dann machen wir weiter mit einem Päckchen, das der Talurion uns geschickt hat. Ach, echt? Und zwar, nachdem wir Discmax ausgepackt haben. Ja. Da haben wir ja festgestellt, da hatten wir so einige davon, auch so doppelt. Mhm. Und es war irgendwie so ein, warum sind die überhaupt je auf den Markt gekommen? Ja. Und Talurion sagte, ich sammle ja absurde Sachen. Ja. Wenn du mir, schick mir doch mal das. Dann können wir das, so tauschen. Und dann hat er gesagt, ja, im Gegenzug habe ich was. Und das ist jetzt quasi, ich habe ihm von jedem, was ich doppelt hatte, eins geschickt. Ja. Und dann hat er mir im Gegenzug das hier geschickt. Das ist fast wie bei den Panini-Klebebildern damals. Ja, so. Genau, so ein bisschen. Ich habe den Lothar Matthäus. Willst du den Lothar Matthäus sein? Ich spreche gerne jemand anders. Ja. Der Pierre-Litt Basti. Mann. Ja, also hier wird fleißiges Tauschen. So, jetzt muss ich mal schauen. Oh, die Kiste auch randvoll ist, aber Trümmer, was du da hast. Genau, also zum einen hier ein paar CDs und zwar haben wir hier Amiga Games. Amiga Games CDs. Mit Vollversion Necronom. Da ist eine Flipper-Vollversion drauf. Steht schon gar nicht, was es für ein Flipper ist. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen, wenn es keinen Namen hat. Mit Breakout-Vollversion. Dann hier verschiedene Demos. Dann haben wir den Soundtrack zu Der Produzent und eine Riesendemo zu Capital Punishment. Exklusives Demo zu Valhalla 3. Hier haben wir Amiga Plus Nummer 6.1. Das ist immer gut zum Ergänzen. Von 98, da haben wir noch aus dem Jahr 2000 mit Wildfire 5. Das ist so eine Videotitelsoftware. Mhm. Also jetzt heute natürlich ein bisschen veraltet, aber damals war das so eine ganz gute. Ein bisschen veraltet, 24 Jahre alt. Was ist also ja, ein bisschen ich veraltet. Ja auch schon, du hast sehr sanftes formuliert. Ich habe auch noch Photoshop 3 für einen Macintosh. Also kann man auch noch benutzen. Und soll ich jetzt was Fieses sagen? Ich habe auch noch einen Amiga, den kann man auch benutzen. Kann man auch benutzen, ja, genau. Der ist noch älter. Und hier noch Grafik-Extra-CD. Genau, da haben wir schon mal einiges hier an Material. Dass er noch so viele Amiga-CDs hat, cool. Also wirklich cool. Cool. So, das waren die einzelnen CDs. Und dann haben wir hier noch mit der Hülle. Oh, hier. Die hatte ich auch. Der Bogomil sagt, er bietet Rudi Völler und Ruud Gullit, der Niederländer. So, hier haben wir die Nummer Amiga Plus CD-ROM Nummer 297 mit P-Paint 7. Fast uneingeschränkte Version des leistungsstarken Bildbearbeitungs- und Malprogramms. Und hier unten haben wir irgendwie noch so ein Enterprise-Shuttle. Ja gut, die hatte ich nicht, aber ich hatte auch Amiga Plus. Wo ich das Cover jetzt sehe, hatte ich auch Amiga Plus. Ja. Malteser Hilfsdienst. Hier haben wir Multimedia, 550 Megabyte Animationen, Audiodaten, Grafik. Das waren noch so Zeiten, wo man einfach so CDs vollgeknallt hat mit irgendwelchen Bildern und Videos. Alles, was da ist, drauf und mit, ja. Genau. Talurion sagt, er hat noch eine Menge mehr lose CDs. Falls noch mehr gesucht wird, kann ich gerne nochmal nachschauen. Ja, gucken wir mal, ob wir irgendwo noch Lücken finden. Ja. Garantiert über 620 Megabyte Amiga-Software. Auf größter, wir haben die CD vollgeknallt, wie es irgendwie ging. Genau, dann haben wir die Nummer 497. Ach, guck mal, hier sogar mit, es sieht da überhaupt nicht so aus mit NCC drauf.
Ja, es ist aber die USS, ich kann es selbst mit meiner neuen ich kann es nicht lesen. Mit meiner neuen Gleitsichtbrille auch nicht lesen. Sagst du einfach, es ist die USS, ich kann es nicht lesen. Das hat wirklich perfekt gepasst. Ja, Bildergalerie, Cliparts, Amuga. Herrlich. Multimedia-Demos, PD-Software, es ist einfach, wir haben mal wieder die CD vollgeknallt. Ja. Und ein, was ist denn das für ein Bild hier? Also welches unglaublich. Welches? Was? Was ist das? Vaporware, get framed. Oder meinst du das? Da meine ich. Ja, Sex Sales, das muss auch noch, das muss noch schnell drauf. Worum geht's denn da? Ist egal, die hat Beine, das ist auch drauf. Das ist ein Panzer mit einer nackten Frau. Also ja, das, Bikini. Die nackt ist die nicht, denn ja, ist Bikini. Nicht. Das ist nur das Nötigste. So, dann haben wir hier tolle PD und Shareware. Also innen drin ist immer nur dann die CD und so Pappe drumherum. Aber ich finde das immer schön, das mit dazu zu haben. Hier sind 300 Megabyte Multimedia-Daten, wie Szene-Demos, Animationen, Cartoons, 180 Megabyte Bildgalerie. Das waren dann hauptsächlich und top aktuelle Programme. Genau, 115 Megabyte Amiga PD und Shareware. Money 97. Das war ja noch in den Zeiten, wo man, wenn nur sehr langsames Internet hatte. Ja, nee, das meinte ich nicht, sondern mit PD und Shareware-Software, weißt du, und dann so top aktuelle Software. Ja, aber halt, ja. Ja, du hattest doch eben das Bild mit dem Panzer. Wir sehen es hier nochmal ohne Panzer, aber in groß. Die hat kein Bikini an. Die hat aber hier Handgranaten und sowas. Die und hat Handgranaten um. An der Hüfte hat die auch Handgranaten. Oh mein Gott. Ja, um Gottes Willen. Demo-Version von Ami Atlas, eine Routenplaner-Software. Damals, wo man noch das über wo man CDs gekauft hat. Wo es noch kein Google Maps dafür gab. Genau. Und noch kein, wie hießen die? Navigon, TomTom, wie hießen die? Die hießen doch alle so. Die gibt es überhaupt noch? Nee, ja, gibt es noch. Gibt's noch? Ja. Kauft die noch jemand? Weil du hast das ist schon Handy besser, schon besser als Google Maps. Also. Ja. Ich weiß, ich frage, ich lächle dich an. Das war kein Ungläubiges hier, sondern ein gibt es noch. Okay. So, das ist Nummer 198. Ja. Dann haben wir die Nummer 298. Oh, komm, jetzt sind wir bei Stargate, nicht mal bei Star Trek. Ja. Ja. Mit 100 Megabyte Workbench-Tuning, umfangreiche Sammlung von Icons, Bildergalerie, diverse, der Vollversion eines C-Compilers. Noch mehr Public Domain, noch mehr Demo-Version, noch mehr AGA-Grafiken, noch mehr von allem. Genau. Hier haben wir die 299. Das jetzt fühlt sind sich, wir bei der Sovereign-Klasse zurück. Ja, es geht weg. Das fühlt sich ein bisschen dünner an hier jetzt, die Pappe. Ja, sie mussten sparen, Dennis. An der Pappe sparen. 600 Megabyte, tolle neue Software für ihren Amiga. Was die StarTech und Dingsbilder da drauf sollen, ich habe nicht verstanden. Ja, weil das, das geht. Ist halt das Publikum. Ja, das halt, lizenziert waren die, glaube ich, nicht. Aber nö. Ja, damals gab es noch nicht mal Google, sagt Sjachnov. Ja. Ja. So, dann zwei von denen haben wir noch. Hier haben wir nochmal die Enterprise. Galaxy-Klasse. Galaxy-Klasse, ja, genau, die Galaxy-Klasse. Aber hier auch jetzt mit Reflections drauf, Dennis. Reflections 3.0. Ja. Ja, genau, das war, glaube ich, das, was Michi für sehr viel Geld gekauft hat und sich dann geärgert hat, dass es irgendwo hier sogar noch versiegelt. Ja. Vollversion Reflections 3.0. Ja. Mit 3D-Objekten, Raytracing-Animationen. Demo-Version nochmal von Reflections 4. Jetzt kannst du Michi sagen, Michi, das, was dich damals geärgert, habe ich unter so noch original eingepackt. Das genau. Heißt, wer es auch mal gekauft hatte, der wollte es einfach nicht auspacken, weil er dachte, einfach dem Michi den Rasen zertreten. Ja. Genau. Von wann sind die CDs? Die sind so von 97, 98, 99. Hier steht, da steht's. Schieb nur zu, da steht's. 99, ja. Ja, genau, da ist 98, hier ist 97. Eine war. Von den einzelnen war die von 96 und hier haben wir nochmal von 98 extra. Also das, das sind die normalen Amiga Plus und das sind die beiden Extras. Das hier zum Thema Raytracing und das ist die Defiant. Nee, das ist Quark. Das ist der Millennium Falcon. Defiant, du machst mich fertig. So bei Star Trek. Oh, dieser Schmerz. Er wird kein leichter sein. Hier oh sind mein hochwertige Gott. Klangdateien und Soundsamples zur Nutzung in Module-Trackern. Das wäre was für einen Markus. Naja. Ja, bisschen. Und Amiga 170 Megabyte Musikmodule. Also und Anrufbeantworter-Ansagen. Das ist cool. Da gab es bestimmt, da gab es immer diese coole mit Yippie-Yay-Schweinebacke. Sowas in der Richtung. Ja. Ja, also wir sehen den Millennium Falcon und es geht aber eigentlich um Musik. Aber hat sich halt irgendwie. Ja, Musik sammelt, du hörst dieses und dann. Ja. So, dann geht's weiter hier mit
Wir hatten Amiga Games CDs, das waren, glaube ich, Cover-CDs gewesen. Das hier sind so Sonderausgaben mit Vollversionen. Ja, auf die stand ich. Die hab, ja. Da habe ich relativ viele damals gekauft, weil die konnten es leisten, die kosteten nämlich nur 20 Mark. Genau, und du hast hier mehrere Dungeons of Avalon, hast du das mal gespielt? Nein. Ich hatte das, das war auf der Amiga Fun auch mal drauf gewesen. Okay. Ist ein ganz cooler Dungeon Crawler. Ist jetzt, sehen wir hier, ist leider kein Screenshot. Ah, schade. Ja, also das ist für eine Shareware, ist jetzt halt kein Sprich, es ist jetzt kein Amber Star oder sowas oder ja. Eye of the Beholder, aber es ist sehr ordentlich und es hat mir Spaß gemacht. Okay. Durchgespielt habe ich es, glaube ich, nicht, aber ich habe das mal eine ganze Zeit lang gespielt. Also das sagt mir natürlich was. Ja, da sind halt Demo-Versionen. Ja, ja. Ne, hier, Super Street Fighter. Ja, Demo-Versionen. Ach, nur die Demo da davon. Ah, der heiße Scheiß kommt hier. Ramses habe ich gespielt. Das kenne ich überhaupt nicht. Echt? Okay. Ja. Also, hier ist Dungeons of Avalon. Wie es jetzt aussieht und wie es sich gespielt hat, ist immer noch so eine. Guck mal hier, da. Ja, aber auch nur als Demo-Version. Demo, genau, ja. Das sind die Vollversionen. Dann gibt es hier genau, Demos. Hier Wales Voyage natürlich. Super Street Fighter 2, Oldtimer Sensible Gold Theme Park, Holiday Lemmings, Force of Fury, Alien Breed 3. Aber ich habe mir die Dinge ja häufig geholt und ich war jemand, der kategorisch ignoriert hat, was für Demos drauf waren, weil entweder war es bei mir, ich spiele es oder nicht und da gab es nicht mit Demo. Ich habe tatsächlich immer in der Mitte geguckt. Ich habe damals tatsächlich relativ viele Demos gespielt. Mhm. Also. Wir haben zum Beispiel auch die Demo gespielt von Ancient Art of War in the Skies zum Beispiel. Das weiß ich noch, haben wir bei dir gedaddelt, ja. Und meistens hat man da schon ganz ordentliches Gameplay gehabt. Also waren wir schon mal so ein, zwei Stündchen beschäftigt und dann hat man schon ein bisschen Abwechslung bekommen und so. Also ich habe das gemacht, ich habe Demo-Versionen gespielt. So, dann haben wir hier die Sonderausgabe, die Nummer 196 mit Lethal Zone, Quicksilver. Quicksilver, was sagt ihr das? Ich habe gerade gedacht, von den Dingern sagt dir keiner irgendwas. Und der Dennis sagt, was sagt dir das? Was sagt dir das? Quicksilver ist... das ist der zweite Teil von? Jane Sisters. Ah, sagt mir gar nichts. Ja. Ja, nee. Niedliches Jump'n'Run. Ja. Und dann gibt es hier Demo-Versionen von Cedric, Worms, Virtual Karting, Banshee. Das ist ein sehr cooler 1942-like. Ja. Ja. Aber einer der besten Shooter für einen Amiga. Ja. 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 Und warum es als Demo? Hier Bogomil sagt, dieses geniale Marketing, das vorgaukelt, eine Vollversion zu haben, und es steht da immer klein, Demo-Version. Ja, ich finde es auch. Also Super Street Fighter, dachte ich eben, wirklich voll. Worms geht immer, sagen Wolfgang und Wurstwasser Elmo. Ja, dann haben wir hier noch die Starbites Jump'n'Run, Traps and Treasures. So, jetzt ist die Frage, ist das wirklich drauf? Drei Vollversionen. Traps and Treasures, Marvelous und Amber. Das ist so ein bisschen risikomäßig. Und das ist ein Jump'n'Run von Starbite. Da hatte ich auch schon mal von gehört. Ich habe es nicht, also nicht in Schachtel. Aber man kann nichts erkennen. Du musst näher ran. Du musst rein, Dennis. Du musst rein. Zoomen, zoomen. Du bist so nah dran. Jetzt bin ich schon in der Linse. Ja. Richtig cool finde ich. Riss noch mal auf das Cover vorne, bitte. Hier mit großem Fußball-Special. Und da gibt es nur Demos. Ja, spielbare Demos zu Hattrick, Sensible Soccer, Empire Soccer, Bundesliga-Manager, Hattrick. Genau, das ist hier aus das Cover von Traps and Treasures. Ja. Cool gemacht, ne? Nee, sagt mir gar nichts. Ja. Also da wäre ich also nicht sicher gewesen, ob ich mir die gekauft hätte. Wie gesagt, bei mir waren Demos nicht so angesagt. Ich habe da echt drauf geguckt, was für Spiele sind da, machen die mir Spaß, kaufe ich mir die, weil 20 Mark waren halt viel Geld. Ja. Und wir werden geradet. Wir nehmen das ja wieder live auf von Highscore Friends. Ja. Hallo und herzlich willkommen. Wir packen hier gerade Sachen aus in unserem Format Retro ausgepackt. Ja, wir unboxen. Unboxen und haben schon ein Atari-Spielklassiker, ein Rollenspiel in der Hand gehabt. Mythos 1, auf dem dann später Amber Star basierte. Und das haben wir hier gerade vom Talyrion, der hat uns was geschickt. Public Domain und Grafiken und Musik und so weiter für den Amiga auf den Amiga Plus CD-ROMs und Vollversionen und Demo-Versionen für den Amiga auf den Amiga Games CD-ROMs. Ja. Vielen Dank und vielen Dank für den Raid. Ja. So. Genau. Also hallo, Vito.
Ich finde die cool. So. Also die kannst du lassen. Ja. So, und dann habe ich noch was, das hat jetzt nichts mit Computer zu tun. Nichts. Okay. Aber es ist auch Retro und es ist was zum Basteln, aber nicht zum Löten. Also, jetzt, es wird jetzt auch, jetzt muss ich einmal... Also ich habe noch so eine uralte Schreibtischlampe zu Hause, so eine mit... Die ist auch Retro. Sie brauchen eine 200 Watt Glühbirne, dass die Schreibtischlampe überhaupt geht. Also wo das Papier sich wellt, wenn es drunter liegt. Die ist auch Retro und die muss man auch nicht löten, Dennis. Aber die würde ich trotzdem hier nicht auspacken. Lord Magnus fragt, ist es Zufall, dass das Logo der Amiga Games verdächtig wie PC Games aussieht? Nein, ist selber kein Zukunft. Ja. Selber Verlag. Ich weiß gar nicht, welche von beiden zuerst war. Ich glaube, die Amiga Games kam tatsächlich vor der PC Games. Ja, kam das Switch und dann sind auch die Redakteure gewechselt irgendwann. Ja, genau. Die Amiga Games gab es als eigenständiges Magazin bis 96. Dann ist es für ein halbes Jahr lang Teil der Amiga Plus gewesen. Ja. Und dann ist es ganz eingestellt worden und dann haben sie nur noch PC Games gemacht. Ja. Ja. Also es gab ja aus dem gleichen Verlag auch die Playtime. Ja. Und die war Multi-Plattform mit inklusive Konsolen und C64 und allem. Und das machen sie heute wieder. Machen sie wieder? Ja, also ich sag mal so, ganz am Ende steht meistens, dieses Ding kommt für die Xbox, PC und bla bla bla. Und übrigens, die Bilder sind von der Xbox. Aber es ist ein PC-Games, ja. Ja, es ist Optimierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite denke ich mir immer WTF. Jeder, wie es mag. Genau, hier 97 war es als Beilage des Amiga-Magazins. Ja, Nighthawk hat die Korrektur. Mit Profis, ey. So. Und zwar. Cool. Ist es ein Flipper-Bausatz. Das ist so ein bisschen wie diese Weihnachtsengelchen, die du so zusammenbuzzeln musst. Ja, sowas in der Richtung. Oder so, das ist ja geil. Es ist ein Bausatz aus Holz mit ein bisschen Technikelementen. Hier, und das ist ein wirklich spielbarer Flipper. Man kann es hier, dass ihr da noch ein bisschen besser sehen könnt. Mit den Flipperknöpfen, dass man die Flipper bewegen kann. Mit Balleinwurf. Hier ist der Ballvorrat. Richtig funktionierende Bumper, so verschiedene Rampen. Genau, und hier unten werden auch Punkte gezählt. Das. Ach, guck mal, hier stehen auch welche geilen Features hat. Dreh mal rum, bitte. Tut mir gefallen. Oder geht's? Jetzt, wenn ich das kaputt geht? Ach, guck mal, da wird's noch. Da siehst du was. Siehst du noch, was hier alles geht? Hier ist auch gut. Retro Surface Decoration. Du sagtest, es ist Retro, aber nur Retro-Style. Es ist, ist halt neu. Ein Flipper. Ja, aber es ist ein neues Produkt. Also kannst du heute noch, also wenn der geneigte Zuschauer denkt, oh, ist das geil, ich kaufe mir das auch, dann geht das. Genau, ist jetzt gerade erschienen, vor nicht allzu langer Zeit. Hast du es kickstartet oder hast Nee, das habe ich einfach im Shop gekauft. Es war so eine Rabattaktion. Da habe ich gesagt, okay, dann... So einen geilen Scheiß brauchst du. Ich bin da lange dran drumherum getanzt und habe mir dann Videos angeguckt, wie das so zusammengebaut wird und wie das dann hinterher so ist. Und dann dachte ich mir, na, ist ja schon... Also da wäre ich, wenn du Bock hast, setz mich daneben und du kannst hier Bastelecke machen und ich gucke dir dabei zu. Ich finde, das finde ich spannend. Das andere kannst du ja immer, da guckst du mir im Schnelldurchlauf mit der Vierfachgeschwindigkeit an. Aber das da wäre jetzt, das ist nice. Ja, wir gucken mal rein. Liegt so im Preis bei 100... Ich glaube, irgendwas zwischen 150 und 200 Euro, je nachdem, wie halt jetzt gerade so der Preis ist. Ja, aber ein ziemlich komplexer Bausatz von Robotime, robotime-eu.com. Alles aus Plywood ist Sperrholz, oder? Ja. Ja. So, wir gucken mal hinein. Ich wusste gar nicht, dass heute noch jemand was in Sperrholz macht. Eigentlich dachte ich, das machst du alles im MDF. Ja, also da gibt's, die haben alles Mögliche an Bausätzen, auch so einen Schallplattenspieler und was, also wirklich so ist coole Geräte, die dann auch funktionieren oder zumindest halt Funktion haben. Also wenn du sie bastelt, sollten sie auch funktionieren. Wenn der Hagen die bastelt, dann funktionieren die auch. Ja. Weißt du Bescheid, ja? Dann ist dann nur noch die Hälfte so lang, weil ich irgendwann mit der Kettensäge beistutze, aber grundsätzlich... Cabana fragt, ob wir den jetzt zusammenbauen, dann die streamen Betonung wir aber... Die jetzt ist auf jeden Fall nicht der streamen Fall. Wir durch bis morgen früh und singen Bumsfallera. So, hier sind... Das sind die Platten. Ja.
Aber du hast jetzt nicht da zufällig so eine Gelddruckmaschine irgendwie, die man sich so, weil hier, das sind die Platten, das klingt genau. So. So, und dann gibt es hier die Kunststoffteile dazu. Ja, das sind so, da kommt auch Beleuchtung noch rein. Hier sind die Flipperarme zum Beispiel. Sau cool. Das sind die. Steht da irgendwie dabei, was du dafür brauchst für Werkzeug und wie lang es dauern könnte? Guck mal, ganz vorne steht da so ein Fleisch drin. Man braucht ein... Also es ist in englischer Sprache auf jeden Fall, wenn du es nicht lesen kannst. Sandpaper-Stick und was zum Schneiden. Also ein Seitenschneider. Und so eine Nagelfeile. Ja. Und das war's, glaube ich, im Wesentlichen. Das steckt man hier... Also so funktioniert das dann. Man bricht die da raus, die Teile, und steckt die einfach ineinander. Und die sind so verzahnt, dass die ohne Kleben halten sollten. Guck, was ist das für Frittfuttlinge? Die siehst du jetzt in der Kamera. Du musst da, kannst, ich schieb mal da zur Seite. Ich lege jetzt mal meinen Daumen, dann meinen Zeigefinger daneben, dass man, also hier die, das sind Teile, und zwar einzelne. Also die da. Oder hier die zum Raus. Also so wirklich so klein Vieh, wenn du dir denkst. Wenn du rüber gehst, spürt man auch den Ausschnitt. Genau, also es ist nicht zum mit der Laubsäge aussägen, sondern man muss das dann nur rausdrücken. Ja. Sau gut. NetHawk sagt laut Webseite, Bastelpaket für Kinder ab 14 Jahren, kreatives Bastelobjekt, also auch für Hagen. Mit 14 Jahren, da hat er mich. Ja. Das weiß ich nicht, ob ich das packe, weil ich... Ja. Wenn bei ich Hagen bin, kommt dann ein Bauernhof raus. Rage Quit ist ja dann irgendwie, am Ende ist ein Schlachtschiff, weißt du so. Ja. Also da braucht man ein bisschen länger, denke ich. Und so Blutdruck kriege ich. Partlist... Screwdriver, Hexwrench, das ist dann wohl sogar noch dabei hier. Hier ist noch, was auch immer das genau ist. So, haben wir noch was hier drin? Ja, das ist noch zu schwer für das Was. Das hat ein zweites Stockwerk, die Schachtel. Hier kommt nämlich die ganze Elektronik. Ah, das haben sie aber gut gemacht, dass sie das so getrennt haben. Genau. Weil das bastelst du und das andere musst du ja nur am Ende das musst anklären. Du dann da reinbauen. Hier ist so eine Lichtschranke, wenn ich das richtig sehe. Ach, wenn der Ball losfliegt. Ja, dass er das erkennt, wo er da ist. Das ist so ein Zentralmodul offensichtlich, wo man die verschiedenen anderen Sachen dann ansteckt. Da ist noch Klebeband direkt dabei. Hier ist der Nagelknipsi also der Knipser ist mit dabei. Da ist das ist mit dabei. Ist das geil. Vor allem, wenn du siehst, wenn ich damit feilen soll, das siehst du schon, oder? Siehst du das schon? Ich finde, das sieht man schon. Hier gibt es auch Glocken. Also die machen dann Geräusch, denke ich. Hier gibt es auch Glocken, Dennis. Ja. Das hier sind so... Falter. Ne, ich glaube, das sind so Bumper, so Spulen, die dann so tack, die rein und raus gehen. Wie das halt auch in einem echten Flipper hast. Mhm. Ja. Also dann die Schrauben, alles einzeln verpackt. Da ist der Lautsprecher. Die spielt auch Musik zum Beispiel. Hier ist der Schraubenzieher drin, Federn. Sektkant. Ja. Dichtungsringe. Das sind die Wurffarbe. Flipperkugeln. Ach, süß. Wenn du einmal niest, sind sie weg. Nicht so tief einatmen. Wo sind die restlichen Kugeln? So, und da sind noch weitere kleine Platinen und sowas. Ich find's cool, Dennis. Ja. Gib mir mal bitte noch die Schachtel. Gib dir mal. Wenn du so nett wärst. Wenn du da am Stöbern bist, dass ich noch mal ein Blückchen würfe. Blücke doch mal auf. Ich blücke mal drauf. Ja. Ich finde das sau cool. Poker. Nee, Rocker. Wieland Schmiede sagt, beim Raustrennen sei vorsichtig, manchmal sind die Bruchstellen nicht weit genug weggelasert worden und die Teile brechen. Okay, muss man aufpassen. Ich glaube, ich würde dann auch nicht diesen Nagelklipser nehmen, sondern meinen Profi-Seitenschneider. Also hier ist 14 plus, steht hier auch drauf. Ja. Was er Elmo sagt, eine sehr coole Geschichte, und Frank Bonebreaker, zu dem Preis sage ich ein cooles Bastelprojekt. Ja. Was hat das gesagt, der Preis? Ich glaube, ich habe um die 180 bezahlt. Ja. Also so in der Kategorie ändert sich mal ein bisschen. Sale, wenn ich mich recht, hast du gesagt, ne? Ja, gibt halt, es war eine Vatertags-Rabattaktion, glaube ich. Hm. Ja. 482 Stücke hat es. Mhm. Anspruchslevel 6 Sternchen. Du machst keinen kleinen Scheiß, gell? Nee. Du machst hier keinen Lulli-Kram. Hier wird gleich 482 Teile und 6 Sternchen Schwierigkeitsgrad angerufen. Ordentlich. Weißt du, der Eiffelturm hatte nur 4 Sternchen gehabt, vermutlich. Mhm. Und der Dennis so,
Machen wir nicht. Hier geht's los. Ja. Und es wird, wenn es gebaut ist, 27 cm mal 47 mal 28. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Da muss man sich, glaube ich, die Zeit nehmen, um nicht, weil es schon durchaus filigran ist. Aber wie gesagt, hinterher kommt ein voll funktionsfähiger Flipper draus, den man dann auch spielen kann. Hier ist Warning, Choking Hazard, Small Parts. Auf, das ist die Übersetzung, soll ich dir die geben? Achtung, Dennis flippt aus, kleine Teile. Genau, ja. Ja, oder? Ja. Ja. Nicht für Kinder unter 3 Jahren. Ich hätte jetzt Choking Hazard, Very Small Balls. Ja. Das kommentiere ich nicht. Haki sagt, sehr guter Flipper und Wolfgang, OMG, geil, die haben auch ein Akkordeon zum Basteln. Ja, wir können ja mal gerade schauen. Moment, ich klicke mal hier. Er klickt. Ich lehne mich zurück, ich lasse mich hier voll bestraßen. Wie er auch, oh mein Gott. Taste. Er hat uns weggeklickt. So. Du musst Knöpfchen drücken, Dennis. Ich drücke ja schon. Das hier. Genau. Das hier ist der Flipper. Im Moment ist er bei 181,95. Und aber auf Deutsch, also in Deutschland auf Euro. Also ist nicht so ein britisch, weil ich habe erst gedacht, so britisch auch, irgendwas. Es kam auch aus Deutschland. Also die verschicken aus Deutschland. Also musst du keinen Zolldings machen, das meinte ich auch. Genau, hier gibt es das Akkordeon. Oh, das kostet doch eine Schnäppi sogar. Guck mal, für 15 Euro ist jetzt nicht wirklich teuer. Können wir ein bisschen. Nee, reinzoomen geht nicht. Oder? Ja, brauchst du auch. Doch. Ja, so. Also, Akkordeon. Dann gibt es hier ein Afternoon Baking Time. Ja, das ist ein Kaufmannsladen. In der Küche für Kinder, aber hält in klein. Ja, guck mal runter, das sind die coolen Sachen. Ja, hier haben wir ein Luftschiff. Hier haben wir noch ein Luftschiff, Flugzeug, Air Control Tower. Army Field Car. Big Ben. Soll ich den Dennis jetzt fertig machen, wenn ich sage, Dennis, das ist so vielleicht vom Ersten Weltkrieg. Wir sind echt so lang zusammen. Ne? Ah, das so das könnte man mal. Es ist Zweiter Weltkrieg. Wir sind eindeutig viel zu lange hocken wir aufeinander. Es ist ja unglaublich. Aber es gab da einen Zeppelin. Es gibt hier Mechanical Music Box Series. Na gut, die finde ich jetzt nicht so cool. Magic Amusement Park Series. Theme Park. Ja. Epic War Series. Och, die Balliste ist ja heftig. Gibt's eine Kanone. Die sieht jetzt eher aus wie so eine Zirkuskanone mit einem Clown drin. So. Das stimmt. Oder? Ja. Hier gibt es noch Häuser, Holzbaukasten, Murmelbahn. Also, die haben ganz viele. Das ist ja geil. Klick mal auf Ideen für Geschenke, bevor du jetzt hier. Ideen für Geschenke? Klick mal oben drauf. Vielleicht ganz oben auf die Überschrift. Guck mal da. Einfach nur mal kurz, weil Ideen für Geschenke sind meistens so. Ferris Wheel haben wir hier, da gibt es das Grammophon, elektrisches Modell. Okay. Genau, da sind so die Sachen, die dann auch Funktionen haben. Aber auch cool. Aber würde ich mir nicht hinstellen, gebe ich ehrlich zu. Aber hier mit Tonabnehmer cool, und kleinen Schallplatten und so. Also, die Idee finde ich klasse, aber ich würde es mir dann. Es wäre dann fertig gebaut und dann würde ich es mir nicht hinstellen. Guck mal, hier hast du den Transformers da, der Dingsy. Ja. Oder ein Heavy Truck. Ja. Wo waren jetzt die Flieger, Dennis? Ich wollte jetzt nochmal Flieger hier sehen. Die Flieger? Flieger. Weiß nicht. Also hier gibt es Marvel Run Series. Ja, das ist so ein bisschen Marvel Madness mäßig. Das ist das, was du bei Facebook immer kriegst. Wollen sie nicht eine Rollerbahn, die 400.000 Funktionen hat für 2 Euro oder so? Wo du mir denkst, da Fahrzeuge, nicht bewegen. Mach mal Fahrzeuge bitte. Fahrzeuge? Sind da auch Flieger dabei? Nee. Fahrzeuge? Nicht. Doch, Flieger sind, fahren auch da. Airplane. Hässliche Kutschen. Rechts oben waren ein. Oh Gottes Willen, Dennis. Das Pumpkin Carriage. Nein, Dennis, nein, wir holen nicht das Pumpkin Carriage. Guck mal da. 1, 2, da. Nee, da, nein. Was denn jetzt? Ja, der Flieger war doof. Den haben wir doch schon. Ja, da neben dran den. Ja, der Vintage Car.
ist das ein Ford von von Anno dazumal? Wann waren Ford? Die ersten 1912 war das Model T, glaube ich. Ja. Der Kunde kann jede Farbe auswählen. Hauptsache ist schwarz. Ja. Ja. Nee, steht da. Dann ist das nicht. Keine Ahnung. Also jedenfalls, das sind die so verschiedene Modelle, die es da gibt. Und ich fand halt am coolsten hier den Flipper. Der Wolfgang sagt es richtig, der Flipper ist schon ultra cool. Die anderen Sachen sind cool, aber der ist ultra cool. Richtig cool. Ja. Ist ultra cool. Hast du recht. Ja, ich find's auch geil. Oh. So. Ja. Das war's mit dem Auspacken für heute. Ich packe das mal gerade hier, das ist mal wieder hier ein. Dann der Dennis packt da ein. Wir hatten einmal den super coolen Flipper. Wir haben auf der zweiten Seite die Tauschware vom Tellurion. Wo bin ich denn? Da bin ich, also hier da, den Chuckalecki. Dann haben wir noch als allererstes natürlich ausgepackt hier Mythos. Ich sprich's jetzt mal richtig schön deutsch aus. Mythos 1. Mythos 1. Das hier richtig auch cool ist, ein richtig cooles Rollenspiel, obgleich ohne zeigbare Grafik für das Cover. Also es hat Grafik, aber es ist... Ich habe deswegen das Wörtchen zeigbar dazu gesagt, ja. Also auch heute wieder richtig coole Sachen. Schwer, wie hast du es am Anfang gesagt? Schwer zu kategorisieren. Schwer zu kategorisieren ist, glaube ich, eine gute Kategorie. Ja, das ist schon. Coole Sachen. Ja. Heute packen wir. Ultra coole Sachen. Ultra, wir zitieren hier den Wolfgang. Ultra coole Sachen. Ja. So. Dann so viel zu Retro ausgepackt für heute. Schreibt mal, was euer Highlight ist. Hier im Live-Chat ist, glaube ich, sehr viel Sympathie für den Flipper-Baukasten. Und dann sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra.